So, wir sind wieder zurück in Minecraft in Folge 301 und ich mache mal eben die Musik ein bisschen leiser auf meinen Ohren. Ja, und es ist nun einiges anders. Wir spielen jetzt gerade mit dem Snapshot 12W30E. Ich weiß nicht, ob das zwischendurch eventuell ein bisschen leckt, weil ich muss jetzt anders aufnehmen, da ich unter Windows 8 aufnehme und mein Mikro da viel zu leise ist, deswegen muss ich das Mikro separat mit Audacity aufnehmen. Und ich hoffe, dadurch kriege ich mal die ganzen Lags, nein, die ganzen, wie heißt das? Die Asynchronität in den Griff. Ach, scheiße! Ach, ich weiß, warum Minecraft vielleicht auch ein bisschen langsamer läuft als sonst. Ich habe den PC nur auf ausbalanciert und nicht auf Höchstleistung. So, und wo waren wir stehen geblieben vor Folge 300? Folge 300 war ja nur letztendlich eine Führung, weil das war jetzt bei der kurzen Zeit, die ich nur Zeit hatte, war das ein bisschen zu aufwendig. Ja, es gibt auch, glaube ich, wieder einige Änderungen. Ich will mal ausprobieren. Moment. Würde mich mal interessieren. Naja, aber dafür, dass es auf ausbalanciert läuft, läuft es eigentlich ganz gut. Nee, hier kann ich nichts machen. Weil irgendwie habe ich gelesen, man kann jetzt diese Holzblöcke anders anbringen. Ah! Ach, kiek mal einer an. Aber ein bisschen buggy ist das schon, ne? Naja, gut. Gefällt mir noch nicht so ganz, aber eignet sich vielleicht wunderbar, um so ein paar schöne Häuser zu bauen. Oder mal Äste. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben das Ganze hier eigentlich fertiggestellt. Ach so, ja, Folge 299 war gar nicht zu Ende aufgenommen, weil die Festplatte voll war. Ja, mein herzliches Beileid. Tut mir leid, aber nicht wirklich weh. Und so schlimm war das eigentlich auch gar nicht, dass da jetzt ein Teil fehlt. Weil, ja, ist nicht so blöd. So, und ich möchte. Ach, jetzt weiß ich, was ich wollte. Habe ich eigentlich Redstone mitgenommen? Weil ich möchte nämlich ein bisschen Redstone haben. Dann möchte ich eigentlich noch so ein bisschen Zuckerrohr haben. Und dann brauche ich ein bisschen Eisen. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, wieso. Weil wenn ich Zuckerrohr und Redstone und Eisen brauche, dann kann das ja nur eins bedeuten. Ja, und wir haben heute auch nicht so viel Zeit. Ich werde nur eine Stunde aufnehmen. Und ich bin froh, dass ich überhaupt aufnehmen kann, weil, ja, es sind hier gefühlte 40 Grad drin. Draußen haben wir nämlich 35 Grad. Es werden hier mit Sicherheit auch 40 Grad drin sein. Ich muss den Ventilator ausmachen, sonst hätte man mich wahrscheinlich nicht verstanden, weil es nämlich eine halbe Turbine ist. Aber immerhin konnte ich so ein bisschen gut. Ich muss mal gucken, da muss ich dann hin. Da, wo die Sonne auf oder untergeht. Ich weiß es gar nicht. Moment, mal gucken. Ach, geht ja nur in den Singleplayer Commands. Zeit auf 0 gesetzt, da, wo die Sonne untergeht. Gut. Da, wo das Hanf blüht. Ja, und irgendwie sieht Minecraft wieder ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Es kann auch dran liegen, dass ich Minecraft so ein bisschen auf dunkel habe. Dass meine Einstellungen wieder zurückgesetzt worden sind. Aber eins können wir mal machen. Wir nehmen mal das Holz hier mit, oder? Wir können uns hier dran ja orientieren später. Guck mal, da hinten haben wir einen Wasserfall. Ich suche jetzt eigentlich erstmal Zuckerrohr. Weil Redstone kriegen wir ganz leicht aus der Höhle unter unserem Haus, also unter unserem Dschungelhaus. Ja. Und da müssen wir ja nur nach Süden. Weil die Sonne geht ja im Norden auf hier. So, okay. Keine Ahnung, ob es immer noch so ist, ob das im Norden aufgeht.
Ist mir aber letztlich auch egal, interessiert mich nicht. Ja. Ja, und ich wollte eigentlich einen Remix-Marathon starten, hatte am gestrigen... Was hatten wir denn gestern? Laut eurer Zeitrechnung hatten wir gestern mit Sicherheit einen ganz anderen Tag, aber für mich ist ja heute Mittwoch der 25. 7. Und deswegen hatten wir gestern Dienstag. Ja, und ich hatte gestern begonnen mit einem Remix-Marathon und wollte den eigentlich heute fortsetzen, aber mir ist so heiß und ich muss dann heute auch wieder so früh ins Bett, weil ich wieder morgen früh wieder sehr früh raus muss, dass ich gesagt habe, nö, lassen wir heute ausfallen. Genauso wie die heutige Let's Trash-Folge, weil es einfach viel zu warm ist. Ich habe das ja bei Let's Play Max Payne, habe ich das gesehen. Ich habe da innerhalb von 2 Stunden habe ich da 2 Klicks gehabt. Hallo? Ne? Ich denke, bei dem Wetter haben die Leute auch Besseres zu tun, als in der Bude zu hocken. Ne? Und wenn das weiterhin so eine Hitze bleibt, ich weiß ja nicht, wie das nach dem 25.07. ist, keine Ahnung. Aber wenn das dann immer noch so eine Hitze ist, dann, liebe Leute, dann könnte das sicher sein, dass ich eine Sommerpause mache bis zum 1.08. Aber das werde ich dann kurzfristig ankündigen. Oder das habe ich dann kurzfristig angekündigt, wenn ihr diese Folge schaut. Eins ist klar, die Folge kommt definitiv nach dem 1.08. Oh, what is that? That is cool. It's cool, man. Mensch. Lava. Ein Lavafall. Ja, auch ganz feine Sache. Ja, und jetzt finde ich nicht wieder zurück zum Dschungel. Verdammtes Zuckerrohr scheint es hier ja nicht zu geben. Ah, es sieht echt cool aus mit den Bergen. Und ich hoffe mal, der nimmt vernünftig auf. Wenn der nicht vernünftig aufnimmt, bin ich sauer. So, okidoki. Ach scheiße, ich hab Hunger. Wie im echten Leben gerade auch, aber ich mag nichts essen. Das ist einfach viel zu warm. Ach, guck mal einer an. Hier haben wir Zuckerrohr. Und alles bewegt sich hier hin und her durch den Wind von draußen. Jetzt geht tatsächlich mal so ein bisschen Wind. Ist ja ein Wunder. So. Ja, wo finde ich denn aber den Dschungel wieder? Ahahaha. Ich könnte ja jetzt ein bisschen schummeln und könnte Minecraft 1.2.5 wieder reinmachen. Und dann den Wegpunkt suchen, aber das will ich jetzt nicht, weil ich dazu einfach keine Lust habe heute. Weil es ist einfach zu warm. Ich denke, bei euch ist auch so eine Hitze. Und ich glaube, ihr könnt mich verstehen. Wenn ihr mich nicht verstehen könnt, dann habt ihr noch nie im 4. Stock gewohnt. Direkt unterm Dach. Ja, wird doch Zeit, dass ich mir mal eine schickere Wohnung suche, eine größere vor allen Dingen. Am besten hier so eine schöne Luxusvilla. Zahle ich dann von meinen YouTube-Einnahmen, die ich erstmal verdienen muss. Scheiß auf YouTube-Einnahmen. Was mir viel wichtiger ist, sind die Zuschauer und dass die Leute die Videos schauen und Spaß dran haben. Ne? Bringt ja nun auch nichts, wenn die Leute die Videos schauen und haben keinen Spaß daran. Oder wie seht ihr das? Achso, Zuckerrohr wird vielleicht nicht reichen, aber wir können uns ja weiteres anpflanzen. Wir sind auf jeden Fall schon mal wieder im richtigen Dschungel unterwegs. Das weiß ich, das rieche ich.
Ja. Und ich grüße nochmal die Nina. Sie weiß wieso. Was haben wir hier? Waren wir hier schon? Ach, hier sind wir. Kiek mal einer an. Hier haben wir auch kein Zuckerrohr, ne? Hier haben wir nur Glowstone. Ja. Ich bin total kaputt heute. Schon 8 Stunden gearbeitet von 6 bis 14 Uhr. Deswegen gehe ich auch wieder um 22 Uhr ins Bett. Damit ich wieder um 4 aufstehen kann, damit ich um 6 wieder arbeiten kann. Und dann werde ich morgen genauso früh ins Bett gehen, weil ich kaputt sein werde. Ich kann ja gar nicht so früh ins Bett gehen, weil ich muss ja quasi so ein bisschen vorschlafen, weil ich fange ja dann übermorgen um 22 Uhr an bis 6 Uhr. Und dann habe ich quasi einen ganzen Tag frei. Habe ich dann einen ganzen Tag frei? Ich weiß es gar nicht. Ja, natürlich. Und fange dann wieder um 14 Uhr an bis 22 Uhr. Ja, schon so ein bisschen anstrengend, aber das, so ist das nun mal, wenn man arbeitet. Dagegen ist Schule Kinderkram. Dieses bisschen an Hausaufgaben, dieses bisschen an Prüfungsstress. Kenn das ja auch alles. Ich habe das ja auch alles hinter mir. Und das ist alles noch gar nicht so lange her. Den einen fällt's leicht, den anderen nicht. So, ich finde den Dschungel nicht wieder. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir denn genau lang? Ich bin total verpeilt heute, aber es liegt auch an der Hitze. Man merkt das auch immer an den Autofahrern, den Fußgängern und den bekloppten Radfahrern. Gerade hier in Celle, hier kann irgendwie kein Arsch Auto fahren. Wenn man das eine Foto von dem Zeller Linienbus gesehen hat, was, wie heißt der denn eigentlich? Der hat mit mir auf jeden Fall zusammen aufgenommen in der 250. Folge. Und er kommt auch aus Celle. Und er hat das Foto gepostet. Ja. Wenn ihr das Foto gesehen habt, dann wisst ihr auch, was ich meine. Es gibt, glaube ich, in Deutschland kaum eine Stadt, wo die Leute so behindert fahren wie hier. Weil hier können total viele Leute kein Auto fahren. Und das Schlimmste ist, sie sehen es noch nicht mal ein. Weil sie einfach teilweise extremst blöd sind. Ne? Ich bin ja auch oft mit dem Fahrrad unterwegs. Weil ich einfach bisher zu geizig für einen Führerschein war. Weil ich hab's noch nicht eingesehen, weil ich die Motten noch nicht brauchte. Und vor allen Dingen, weil man hier innerhalb des ganzen Landkreises hier wunderbar mit dem Fahrrad unterwegs ist und auch wunderbar mit dem Roller fahren kann. Wisst ihr? Und ja, woanders will ich sowieso nicht hin, weil, wenn ich in irgendeine andere versnobte Stadt will, dann fahre ich mit dem Zug. Kommt mich billiger als mit dem Auto. Ich bin ja sowieso so ein bisschen geizig. Wer mich so ein bisschen näher kennt, der weiß das auch. Für andere bin ich zweimal da. Was ist Snooper Settings? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ach, das ist ja auch neu. Ja. Ich möchte, dass der das hier anders macht. Ich will 4096 haben. Standardmäßig. So, wo wollte ich hin? Ich wollte runter zum Redstone. Dann machen wir das auch mal. Dann gehen wir mal runter. Solange da nicht wieder so eine alte Trantüte von Creeper ankommt und meint, uns da sprengen zu müssen. Ein Loch in die Nüsse zu sprengen. Aber wir können es vergessen im Moment. Weil, guck, Spitzhacke putt. Also müssen wir kurz nochmal nach oben. Und ich hoffe, ich bin laut genug. Wenn ich nicht laut genug bin, ja, dann sagt